Herzlich willkommen bei PlayStation 3 HD Play. Jetzt zeige ich euch ein Gameplay-Video von Medal of Fauna 2010 Uncut. Dank VideoWorld konnte ich es heute schon anzocken. Und ja, werde etwas zur Steuerung sagen, etwas zum Gameplay. Ansonsten werde ich überwiegend meinen Mund halten, damit ihr euch selber einen Eindruck darüber machen könnt. Am besten, also ich empfehle euch, immer noch das Spiel selber auszuleihen, es anzuzocken und ja. Die ausführliche Steuerung. Bewegung, linker Stick, Sprinten, L3-Taste, Zielen, rechter Stick, Nahkampf, R3-Taste, Nachladen, Kontextaktion, Viereck, Springen, X, Haltung ändern, Kreis, hinlegen, Kreis gedrückt halten, Waffe wechseln, Dreieck, Pistole ausrüsten, Dreieck zweimal antippen, schießen, R1, Granate werfen, R2, Kimme und Korn, L1, Spähen und Lehnen, L2, Sichtgerät wechseln, Richtungstaste nach unten, Sekundärfeuer auswählen, Richtungstaste nach rechts. Gut. Das war's zur Steuerung. Jetzt werde ich einfach ein paar Gameplay-Szenen hier reinmachen und ja, viel Spaß. Thank you.
Ja, zum Gameplay. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es lohnt sich, das Spiel zu kaufen, da man es online spielen kann. Und es auf jeden Fall auf längere Zeit Spaß macht. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass alle gleich wieder mit Scharfschützengewehren rumrennen überwiegend und man schon von Weitem auf die Fresse bekommt. Okay, ich bin zwar selber einer von diesen Scharfschützen, aber ja, es gibt leider zu viele davon. Es ist halt eine beliebte Klasse und wenn man so einen Berg runter rennt, dann kriegt man schon meistens von Weitem auf die Fresse, was manchmal ja frustrierend ist. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die paar Minuten. Und auf jeden Fall empfehle ich es mal, dass man es selber testen sollte. Okay, das war's erstmal und tschüss.